Morgen, wir haben unseren Platz wieder aufgeräumt, wieder alles abgebaut. Hier hängt noch die Wäscheleine als letztes. Hallo. War ein schöner Platz. Hat uns sehr gut gefallen. Genau. Wir fahren jetzt dann gleich weiter. Ich habe gesehen, dass es hier so eine kleine Vorinsel gibt, mit der man über eine Brücke drüber kann. Sant Antioco. Und die wollen wir uns mal angucken. Ich habe ja gar nicht erzählt. Wir hatten heute Nacht ja schon ein ordentliches Gewitter. Also einiges an Wasser runtergekommen. Es hat auch geblitzt und gedonnert. Aber wir hatten trotz allem eine recht gute Nacht. Wir haben jetzt ein schönes Stellplätzchen gefunden. Wäre auch mega zum Übernachten. Sowas in der Art suchen wir uns vielleicht noch. Aber jetzt schau ich mal hier, wo wir den Mittag machen. Ein mega Platz, oder? Und so sieht unsere Brotzeit aus. Schmeckt's? Jetzt scouten wir den nächsten potenziellen Stellplatz. Schafe sind definitiv da. Oh ja. So süß. Die waren alle da. Ja. Und als sie weggegangen sind, sind sie losgelaufen. Ist das nicht süß? Grundsätzlich ein mega Platz. Ja. Hier vorne, du hast halt hier, ihr habt es ja gesehen, Schafe ohne Ende. Und was Schafe ohne Ende bedeuten, brauche ich nicht groß erklären, oder? Das wisst ihr. Hammerplatz. Die Aussicht hier ist genial. Wir werden aber nicht hier stehen. Eigentlich mit ganz einfachen Grund. Ich glaube auch, dass die Schafe hier. Ja, die wollen wir auch nicht vertreiben. Ihr Ding machen. Wir müssen auch nicht in der Ruine da rumklettern. Das ist einsturzgefährdet. Ja, aber ich denke, schlicht und ergreifend zu exponiert hier. Und um sich jetzt an die Ruine anzukuscheln, ist sie mir zu baufällig. Gerade wenn es dann stürmt. Ja, hat was Gespenstiges. Das ist irgendwie. Das finde ich auch. Aber cool ist trotzdem. Ich meine, den besichtigen kann keine Frage. Ich kann dir kein Auge zu machen. Ihr habt's gehört. Könnt ihr kein Auge zumachen. Und das ist dann auch gar keine Diskussion wert. Wir fahren jetzt runter ans Wasser, näher ans Wasser und gucken mal da. Auf dieser Insel Sant Antioco gibt es einen Campingplatz. Nur der eine? Ja. So zumindest auf den Karten. Ich habe jetzt noch nichts anderes gesehen. Bei dem waren wir. Und der ist es nicht. Ja. Thank you.
eine Stelle mal da an. Ja, ist ein Traum. Wir haben jetzt hier wirklich einen schönen Platz gefunden. Wie wir das heute mit dem Kochen halten, müssen wir noch mal sehen. Weil es ist schon arg windig. Jetzt schaut einfach mal. Wir stehen draußen, machen so ein bisschen in die Gegend gucken. Klar haben wir da hinten gesehen, dass da Wolken sind, auch dunkle Wolken. Ihr habt das Zeitraffer gesehen. Und dann, zack, wie eingeschaltet, fängt es an zu regnen. Hat die App vorher nicht angekündigt. Schönen Schwertfisch. Schönen Schwertfisch für dieses gekauft. Aber an unserem Platz hier, da bist du, an unserem Platz hier weht dermaßen der Wind. Also überhaupt keine Chance, irgendwas zu kochen draußen. So gibt es halt Brotscheid. Eine leckere Brotzeit im Fried. Ist auch schön. Mit tollen Ausblick. Erzähl du. Und ich finde es mega, weil es ist hier total ruhig, was Touristen angeht. Ansonsten ist es laut vom Meer. Aber wir stehen schön, wir haben einen tollen Blick. Es geht nicht schöner. Es ist mit der schönsten Tag im Urlaub, muss ich sagen. Übrigens fällt mir gerade auf, wir haben vergessen, die Musik im Hintergrund auszumachen. Oh, scheiße. Es spielt Mia.